Herzlich willkommen zum neuen Video von mir aus meiner Werkstatt. In diesem Video werde ich eine Weltkarte aus Metall mit Beleuchtung bauen. Und zwar genau das Gegenstück zu dem da hinten. Sekunde. Und zwar genau sowas. Diese Weltkarte habe ich mir aus einem 2 mm Metallblech auslasern lassen, also mit einer Laserschneidmaschine. Diese Maschine habe ich leider nicht selbst, die kostet knapp 3 Millionen Euro. Ich werde mir die Weltkarte dann matt schwarz lackieren, deshalb ist der allererste Schritt einmal, die Vorderseite anzuschleifen. Ich mache das mit meinem Exzenterschleifer mit einem 240er Schleifpapier. Ich habe in der Wohnung schon einmal diese Weltkarte als Schablone hängen gehabt. Da habe ich mir überall angezeichnet, wo bei den einzelnen Kontinenten die Halter hinkören. Ich lege jetzt einmal diese Platte da auf den Tisch und lege mir dann die ganzen Stücke hinein. Ich übertrage mir jetzt die ganzen Markierungen, die ich da habe, so wie die da, auf die Seite von der Platte. Und dann ziehe ich mir da jetzt einmal eine gerade Linie von Markierung zu Markierung. Auf der Vorderseite wohlgemerkt. Schaut dann so aus. Ich gehe jetzt daher, drehe mir die einzelnen Kontinente um und ziehe mir die gleiche Linie hinten noch einmal nach. Als Halterung kommt dann so ein 45-Grad-Winkel dran. Der wird dann einfach da so angeklebt. Ich zeichne mir da jetzt überall einmal die Längen an, damit ich weiß, wo ich den abschneiden muss. Was ich jetzt auch noch gleich mache, ist, ich kratze mir da auf einer Seite die Oberfläche einfach mit der Flex an. Hat den Sinn, dass dann der Kleber da gescheit haltet. Der Halter kommt dann da so her. Das heißt, ich werde mir da unterhalb jetzt auch noch die Oberfläche wieder mit der Flex ein bisschen aufrauen. So, ankleben werde ich mir das mit einem 2K-Epoxidkleber. Falls sich jetzt der ein oder andere fragt, warum ich das nicht einfach anschweiß, hat den Grund, dass das nur 2 mm dick ist und beim Schweißen entsteht ja sehr viel Hitze. Und dadurch geht es dann schnell, dass sich das Blech verzieht und das wollen wir nicht. Deshalb kleben. Und zwar drücke ich mir da einfach ein bisschen Kleber raus. Dann nimmt man sich irgendein Stabal und verrührt das gescheit, bis das so eine homogene Farbe hat. Dann verstreiche ich mir das da schön überall. Dann nehme ich mir da meinen Halter mit der angeschliffenen Seite nach unten und lege mir den da einfach rein, drücke das ein bisschen fest, richte mir den aus, dass der genau an den Linien passt und so lasse ich das trocknen. Das mache ich mir jetzt bei jedem Kontinent. Ich habe mir jetzt da schon aus einer 8 mm Sperrholzplatte die Kontinente ausgeschnitten. Und zwar so, dass sie ungefähr 2 cm kleiner sind als die eigentliche Metallweltkarte. Die klebe ich mir jetzt da mit ganz normalem Kleber mal fest. Jetzt braucht man so einen LED-Streifen. Da gibt es welche, die können nur weiß und da gibt es welche, die können Farben. Ich habe jetzt einen, der kann nur warm weiß. Und zwar sind da an diesem LED-Streifen zwei Kabel dran, ein rotes und ein schwarzes. Diese LEDs werden nicht mit Wechselstrom, also mit dem Strom, den wir in der Steckdose haben, betrieben, sondern mit Gleichstrom. Das heißt, wir brauchen noch einen Transformator, der von Wechselstrom auf Gleichstrom transformiert. Der Vorteil von diesen LED-Streifen ist, dass man die überall abschneiden kann. Also nicht überall, aber überall, wo solche Kontakte sind, das sind diese zwei kupferfarbigen Dinger. Da kann man es genau in der Mitte mit einer scharfen Schere einfach durchschneiden. Und so alle 30 cm sieht man dann da zwei Kontakte, auf denen schon Lötzinn oben ist. Wenn man sich das da abschneidet, ist es deutlich leichter, als wenn man sich das da abschneidet, weil man dann da zwei Kabel dran löten muss. Und wenn da vorher schon das Lötzinn oben ist, dann ist das Löten deutlich einfacher. Ich gehe jetzt einmal daher mit einer Schere und schneide mir das da in der Mitte von diesem Kontakt einfach durch. Dann brauchen wir einen Lötkolben, Lötzinn, eine Schere, ein zweipoliges Kabel, 2 x 0,75, 25 Meter lang. Dann gehe ich mir da als allererstes her und schneide mir mal ungefähr so 5 cm vorm Ende so ganz leicht diese äußere Isolierung ein. Da wirklich ganz vorsichtig. Und dann kann man die wieder so biegen und abbrechen. Dann isoliert man sich da vorne so ungefähr 1 cm ab. Ich mache das jetzt mit der Schere. Dann dreht man sich diese Spitze da ein. So, die sind jetzt da beide so eingedreht. Jetzt nehme ich mir den Lötkolben. Da vorne habe ich einen nassen Schwamm drinnen. Der Lötkolben hat die richtige Temperatur, wenn sich das ungefähr so anhört. Ich hoffe, ihr hört das. Jetzt gehe ich da mit meinem abisolierten Ende her. Halte mir den Lötkolben einmal vorne dran, bis diese Kupferdrähte ein bisschen warm worden sind. Und dann fahre ich mir mit diesem Ganzen zum Lötzinn hin und schmelze mir das auf. Und dann sieht man, dass sich da das Lötzinn um diese Drähte herumwickelt. Wenn das dann so ausschaut, dann passt das einmal. Ich zwicke mir das jetzt da so ab, dass da ungefähr nur mal ein halber Zentimeter von diesem abisolierten Ende raussteht. Einmal. Zweimal. Dass das dann so ausschaut.
Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber da steht einmal 24 Volt Plus und einmal da Minus. Ich mache mir den braunen Draht auf die Plusseite. Das funktioniert so, ich nehme den braunen Draht, lege mir den da wirklich drauf, das heißt, dass Lötzinn auf Lötzinn ist. Dann gehe ich einmal mit der Spitze von meinem Lötkolben hin, schmelze mir das Lötzinn auf. Dann gehe ich mit der Spitze wieder weg und warte noch ein paar Sekunden, dann ist das gleich wieder hart. Das heißt, ich lege mir den da jetzt einmal so drauf, dass der gut passt. Dann fahre ich da hin, warte ein bisschen, bis es aufgeschmolzen ist. Und dann warte ich einfach kurz. Das sollte dann ungefähr so ausschauen. Bei den LEDs, wo man auch Farben einstellen kann, ist es schwieriger, weil da muss man auf die gleiche Breite vier Kabel anlöten. Bei denen ist es jetzt relativ easy. Ich habe mir da jetzt schon die Stelle markiert, wo ich anfange mit meinem LED-Streifen. Und zwar hat der LED-Streifen hinten immer noch ein Doppelklebeband oben. Da zieht man einfach mal ein Stück ab. Dann gehe ich da her, schaue, dass da kein Staub mehr ist und drückt mir das da einfach mal so dagegen. Das Problem ist, dieses Doppelklebeband haltet nicht so wirklich gut auf der Schnittkante von der Stichsäge. Deshalb habe ich da so kleine Magneten, die ich da einfach her tue und mit denen kann ich mir das dagegen drücken. Ich klebe mir da jetzt einmal den Streifen die ganze Runde fertig. Dann schneide ich ihn mir da ein bisschen länger ab, dann klebe ich ihn mir da so unterhalb hinein. Und dann nehme ich mir noch Kleber und fahre da oben einmal die ganze Kante entlang und mache da schön normalen Kleber noch drüber, damit sich das auch mit der Zeit nicht löst. Ich habe mir da jetzt noch kleine Nägel reingeschlagen, die dienen dann einfach als Abstandshalter. Und ich habe mir den LED-Streifen einmal mit Klebeband abgedeckt, weil ich jetzt die Weltkarte lackieren werde. Und zwar lackiere ich das höchst professionell mit der Dose. Ich habe einmal Haftgrund, da kommt eine Schicht drauf und dann zwei Schichten matt schwarzer Lack. Und vorm Lackieren ist ganz wichtig, dass man die Dose gut durchschüttelt oder dreht. So knapp 2000 Umdrehungen ist perfekt. Beginnen werde ich jetzt mit Australien und zwar gehört es daher. Ich kann euch einmal kurz einblenden, wo diese Leerverrohrung hingeht. Und zwar kommt die genau da raus. Das heißt, ich werde mir da jetzt meine Einziehfeder reinziehen, bis sie da drüben raussteht. Dann klebe ich mir mit Isolierband das Ende von dem Kabel von Afrika dran und ziehe mir das Kabel da wieder durch, bis es da rauskommt. So, Australien hängt da mal und das Kabel steht jetzt da hinaus. Und genau gleich geht es jetzt weiter für alle anderen Kontinente. Ich habe da jetzt schon einmal alle Kabel auf die gleiche Länge abgeschnitten. Jetzt hole ich mir das so ungefähr 5 cm von der äußeren Ummantelung runter und isoliere mir dann von den zwei Adern jeweils so 1 cm, 1,5 cm ab. Jetzt nehme ich mir da einmal alle blauen Adern und drehe mir die vorne zusammen und dann das gleiche für die braunen Adern. Ich halte mir die da einfach alle so auf die gleiche Länge hin und dann drehe ich das einmal schön fest zusammen. Bevor ich mir jetzt da die braunen Adern zusammendrehe, löte ich mir mal diese ganzen blauen da zusammen. Dafür gehe ich mit meinem Lötkolben einfach mal her und halte da ungefähr 10 Sekunden gegen diese abisolierten Enden von den Adern. Warte, bis das richtig aufgeheizt ist und dann gebe ich Lötzinn dazu. Ja, mein Lötkolben ist noch etwas zu kalt, aber da dauert es halt ein bisschen länger. Da kann man ruhig ordentlich Lötzinn draufgeben, bis das richtig verbunden ist. So sind die ganzen blauen Adern jetzt da miteinander verbunden. Jetzt mache ich mir das gleiche für die braunen. Jetzt könnte man einfach so eine Schraubklemme nehmen. Meine ist jetzt aber leider zu klein, dass ich das da raufkriege. Das heißt, ich löte mir jetzt zuerst an diese 5 oder 6 blauen Drähte einen blauen dran, damit ich dann den da dran schrauben kann. Dafür mache ich mir zuerst auf das abisolierte Ende Lötzinn drauf. Schaut dann so aus. Jetzt mache ich mir ein bisschen Lötzinn auf meinen Lötkolben, also dass da einfach so ein Tropfen runterhängt. Dann gehe ich einfach her, halte die zwei Kabel zusammen und schmelze mir das Ganze mit meinem Lötkolben auf. Dann sollte das ungefähr so ausschauen und wenn man da anzieht, dann darf das ja nicht auseinandergehen. Das gleiche mache ich mir bei den braunen Kabeln und dann tue ich mir da einfach Isolierband drüber. Jetzt hat man einen Trafo und zwar schickt man da 230 Volt hinein und dann kommen 24 Volt hinaus. Die meisten LEDs laufen mit 12 Volt, aber meine jetzt eben mit 24 Volt. So, ich habe jetzt den Trafo schon angeschlossen und zwar gehört da links die 230 Volt hin. Das sind diese zwei Adern, die ich mir im Endeffekt von der Steckdose hingezogen habe. Und dann haben wir da beim Ausgang, haben wir das rote Kabel ist Plus und das schwarze Kabel ist Minus mit 24 Volt. Ich habe beim Anlöten auf den LED-Streifen ja keine roten bzw. schwarzen Kabel verwendet, sondern braun und blau. Das braune habe ich mir auf den Pluspol hingelötet und das schwarze auf den Minuspol und dementsprechend habe ich das jetzt auch angesteckt. Das ganze Zeug kommt dann da hinein und dann gibt es noch so einen Plastikdeckel, den habe ich jetzt leider nicht da, den steckt man sich da einfach drauf. Und wenn man jetzt so den Lichtschalter da drückt, dann sollte das Licht auch angehen.
Tada! So, und damit war es es auch schon wieder für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Sonntag. Macht's es gut, Baba.